Glück auf, vielen Dank und wir sehen uns. Auf dem roten Schulzug sitz ich bei Martin vor. Ohne Bremsen geht's voran, direkt ins Bundeskanzleramt. Wir lagen Ende Januar im Saarland bei 24%. Wir werden heute um die 30,5% erreichen, das sind 6% mehr. Wir haben also kräftig aufgeholt. Wir haben übrigens nach den Analysen auch mächtig aus dem Nichtwählerlager dazu gewonnen. Das Positive ist ja, dass die Wahlbeteiligung um 10% gestiegen ist. Also ein Effekt, dass die demokratischen Parteien sich wieder einen Wettbewerb liefern, hat auch übrigens dazu geführt, dass die Feinde der Demokratie, die AfD, abgefallen sind wie nie zuvor erwartet. Aber das ist ganz sicher für uns heute kein schöner Abend, für mich auch nicht. Ich hatte mir, als ich hierher kam, erhofft, wir würden auf gleicher Augenhöhe liegen, vielleicht sogar vorne. Und deshalb gilt der Glückwunsch ganz klar an die Ministerpräsidentin, die, glaube ich, Frau Kramp-Karrenbauer, heute Abend den Kramp-Karrenbauer-Effekt im Saarland ausgespielt hat. Ein schwereres Wort ist es auf jeden Fall. Herr Schulz, was nehmen Sie jetzt mit? Ein langer Bundestagswahlkampf liegt ja vor Ihnen mit mehreren Stationen. Was nehmen Sie mit als Signal und als Lehre hier aus diesem Wahlabend im Saarland? Meine Partei daran zu erinnern, dass das, was ich ihr vom ersten Tag angesagt habe, zutrifft. Bundestagswahlen sind Langstreckenläufe und keine Sprints. Und wir haben noch 6 Monate vor uns, dazwischen 2 Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, bei denen wir zum Beispiel als Sozialdemokraten hochpopuläre Amtsinhaber haben. Insofern jeder Grund, heute nicht froh zu sein, aber optimistisch durchaus nach vorne zu schauen. Wenn wir geschlossen bleiben, wenn wir den Schwung, den wir haben, den wir übrigens auch im Saarland, wir sind da, das muss man nochmal sagen, von 24 in den Umfragen Ende Januar jetzt auf 30,5 hochgegangen, den wir mitgenommen haben. Optimistisch in die Zukunft schauen, weiterkämpfen und den langen Atem haben. Das ist das Wichtige. Geschlossenheit vor allen Dingen bewahren. In der Fußballersprache haben wir heute jetzt das 1:0 erlebt, aber Spiele dauern 90 Minuten und wir sind eine kampfstarke Truppe. Vor allen Dingen sind wir geschlossen, was man von unseren Wettbewerbern ja nicht sagen kann. Martin Schulz, der Bundesvorsitzende der SPD, herzlichen Dank nach Berlin. Und er sollte Kanzler werden. Mal SPD. Die reden nicht so schön, sie handeln auch und leisten etwas. Immer mehr sind für die SPD. Menschen, auf die es in unserem Land ankommt. Wissenschaftler und Erfinder, Soldaten und Pfarrer, Sportler und Industrielle, Fernsehstars. Für die vielen Zeichen der Sympathie, des Engagements und der Zivilcourage möchte ich mich schon jetzt bedanken. Wir haben viele Freunde. Sie werden nun entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich bin sicherer denn je, dass eine Wachablösung sich für alle gut auswirken wird. Mit Schimpfereien war und ist es nicht getan. Gestützt auf mehr Vertrauen kann man mehr leisten. Ich bitte um dieses Vertrauen, damit wir für sichere Arbeitsplätze und sichere Renten sorgen können, für stabile Preise, für eine stabile Wirtschaft und damit auch für den Frieden im Innern. Der Vorsitzende der SPD, das habe ich immer gesagt, der muss den Anspruch haben, es auch selber machen zu können. Aber muss die Souveränität haben, den vorzuschlagen, der fürs Land und für die SPD der bessere Kandidat mit den besseren Chancen ist. Und deswegen habe ich Martin Schulz vorgeschlagen, das liegt sozusagen auf der Hand. Die SPD hat den Führungsanspruch in diesem Land für diese Themen. Und wir wollen diesen Führungsanspruch in Stimmen umsetzen. Das ist das Ziel der nächsten 8 Monate. Ich komme als ein Politiker hierher nach Berlin, der fest davon überzeugt ist, dass ein funktionierendes Europa die grundlegende Bedingung für Frieden und Wohlstand ist. Wir sind ins Bett gegangen und mit dem Brexit aufgewacht. Wir sind ins Bett gegangen und mit Trump aufgewacht. Ja, am 23. September gehen wir auch ins Bett und wir wachen auf mit dem Wahlsieg der SPD. Vielen Dank. Glück auf, vielen Dank und wir sehen uns.